Wir sind jetzt hier an der dritten Gasse und ich suche jetzt das Vieri, weil da hat jemand ganz bekannt gewohnt. Und ich glaube. Ja. Hä? Also, das ist das Vieri. Aber. Also, da hat es ja gar keine Tafel. Also, ich habe jetzt das Nummer 4 gefunden. Es ist hier, das Vieri. Vierte, dritte Gasse. Aber es hat nie eine Tafel. Was sehr komisch ist, weil hier hat eine der berühmtesten und ersten Frauenrechtlerinnen der Schweiz gewohnt. Die Meta von Salis ist 1855 in eine Graubündner Herrschaftsfamilie hineingeboren worden. Aber entgegen allen Konventionen hat sie sich dagegen entschieden, den Mann zu heiraten, den ihre Eltern für sie ausgewählt haben. Und hat ihre Familie verlassen, um ihr eigenes Geld zu verdienen als Kindermädchen. Anfang 1880er hat Meta von Salis dann studieren an der Uni Zürich, an der Philosophischen Fakultät, was damals ein riesiger Skandal war. Weil, wie wir alle wissen, kann man als Frau zu dieser Zeit noch nicht studieren, weil damals war das Hirn noch in den Eicheln des Penis platziert. Ja, und eben während diesem skandalösen Studium wohnt Meta von Salis hier in diesem Gebäude, wo keine Gedenktafel hängt. 1884 hat sie dann ihr Studium abgeschlossen. Sie hat promoviert an der Philosophischen Fakultät in der Uni Zürich, als erste Frau überhaupt an dieser Fakultät. Und ist dann daraufhin eine der wichtigsten Redakteurinnen geworden von der Zeitschrift Die Philanthropin, der Zeitung des Schweizerischen Frauenverband. Kleiner Side-Fact: so ein anderer Philosoph, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Nietzsche. Der war ein ganz guter Freund von der Meta von Salis. Und sie hat ihm und seiner Schwester nach seinem nervlichen Zusammenbruch sogar eine Villa gekauft in Weimar. Dort ist heute das Nietzsche-Archiv.